Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP legen Ihnen heute ein neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Corona bei. Es löst ein altes Maßnahmenpaket ab. Und der Name dieses alten Maßnahmenpakets führt immer wieder zu Missverständnissen. Manchmal hat man den Eindruck, dass diese Missverständnisse auch bewusst geschürt werden. Manchmal hat man den Eindruck, es wird so getan, als ob nur weil das alte Maßnahmenpaket den Namen epidemische Notlage von nationaler Tragweite hält, dass, wenn man dieses alte Maßnahmenpaket abläuft, irgendjemand behaupten würde, Corona sei vorbei oder wir würden nicht auch robuste Maßnahmen gegen diese Krankheit ergreifen wollen. Und ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen. Wir können hart in der Sache diskutieren, über jedes einzelne Element. Aber Lügen und Fake News gehören in den Instrumentenkasten von Diktatoren und Populisten, und die gehören nicht in die Debatte zwischen aufrechten Demokraten, meine Damen und Herren. Dass das alte Maßnahmenpaket nicht so bleiben konnte, wie es war, ist eine Frage der Wahrhaftigkeit. Ich will Sie daran erinnern, erst zu Beginn des letzten Monats hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof die Ausgangssperren gekippt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat gesagt, dass eine Ausgangssperre selbst zu einem Zeitpunkt, als es noch keinen Impfstoff in ausreichender Menge gab, nicht mehr Verhältnismäßigkeit war. Und deshalb wird er auch heute wieder so urteilen, dass auch heute dieses Instrument nicht mehr verhältnismäßig wäre. Wer das ignoriert, ignoriert die Anforderungen unseres Grundgesetzes. Und ich finde, wir müssen auch in der Krise unser Grundgesetz respektieren, damit wir das bleiben, was wir sind und was wir sein wollen, nämlich ein freiheitlicher Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und wir legen mit dem neuen Maßnahmenpaket robuste Maßnahmen für die Bekämpfung von Corona vor. Wir ermöglichen den Ländern auf rechtssicherer Grundlage all die physikalischen Infektionsbarrieren, die sie brauchen. Maskenpflicht, 3G, Abstandspflichten, Hygienekonzepte, auch welche, die behördlich durchgesetzt werden können. Das legen wir auf den Tisch, und wir gehen über das hinaus, was in der Vergangenheit Pflicht war. Es wird immer so getan, als sei das nur ein Minus. Es ist dort ein Minus, wo es verfassungswidrig wäre. Aber es ist dort ein Mehr, wo wir versagt haben. Und Herr Brinkhaus, ich gebe Ihnen recht, unser Land hat versagt beim Schutz der Älteren. Aber wenn Sie mit dem Finger auf uns zeigen, die wir in den letzten Jahren in der Konstellation nicht in Verantwortung waren, müssen Sie mal erkennen, dass Ihr Finger an der Hand, mit dem Finger, auf den Sie uns zeigen, drei Finger auf Sie zurückzeigen. Und das macht Ihren Beitrag nicht zu einem guten Beitrag in dieser Debatte. Wir werden für 3G sorgen, und wir liefern auch eine Rechtsgrundlage für 2G. Wir werden über Testpflichten in den Alten- und in den Pflegeheimen sprechen. Und da hat unser Land versagt. Es gab Bundesländer, in denen die Toten zu fast 90% aus den Alten- und aus den Pflegeheimen kommen. Und wer da sagt, dass das Instrumentarium, das wir jetzt ablösen, ein gutes war, der verkennt die Realität, Herr Brinkhaus. Und das müssen Sie sich ins Stammbuch schreiben lassen. Und deshalb will ich zum Schluss, nachdem wir einige Dinge klargestellt haben, noch zwei Anmerkungen machen. Erstens, ich möchte mich ausdrücklich beim Bundesminister Scholz dafür bedanken, dass er hier seine Vorstellung zur Pandemiepolitik vorstellt. Denn sie gehört in den Deutschen Bundestag. Sie gehört in die Herzkammer der Demokratie. Und deshalb war es richtig, das hier zu tun. Und zweitens möchte ich sagen, wenn jetzt ein Maßnahmenpaket vorliegt in einer der umstrittensten Fragen unseres Landes, dem sowohl Wolfgang Kubicki wie auch Karl Lauterbach das Prädikat erteilen, dass man damit die Pandemie erfolgreich kämpfen kann, dann sollte sich vielleicht der ein oder andere den Ruck geben, dass, wenn zwei so unterschiedlich denkende Leute zu der übereinstimmenden Beurteilung kommen, dass wir ein geeignetes, gutes und rechtssicheres Paket haben, dann sollten sich auch einige den Ruck geben, über ihren parteipolitischen Schatten zu springen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Sebastian Münzenmeier.